Und viele Bayern-Chancen in den ersten Minuten. Das hier ist die beste. Vorbereitet von David Alaba und Nils Pedersen. David Pissot rettet auf der Linie für seinen ausgespielten Torwart Sascha Kirchstein. Das ist dann aber auch die einzig richtig gute Chance der rund erneuerten Bayern. 0:0 nach 30 Minuten, das Zweitliga-Schlusslicht mit einem Teilerfolg, nämlich kein Gegentor bisher in der ersten relativ höhepunktarmen halben Stunde. Thomas Müller ist das dann und das ist das Ende des Artenschutzes. 1:0 für den FC Bayern gegen die Bayern aus Ingolstadt. Thomas Müllers zweites DFB-Pokaltor in dieser Saison. Damit führt er eine Torschützenliste des FC Bayern an. Abgefälscht allerdings von Ingolstadts David Pissot. Eben war er noch der Retter. Jetzt sorgt er für das 1:0 der Bayern. Ein ruhiger Abend für Jupp Heynckes und für seinen Kapitän heute Abend, für Jörg Butt. Dieser Applaus, seine auffälligste Szene bisher. Ein heißer Pokalfight geht anders. Der Klassenunterschied ist zu eklatant. Ingolstadt zu brav. Bayern kombiniert nach Belieben. David Alaba, Nils Pedersen und Toni Kroos. Eins zu null der Halbzeitstand. Wenn man so will, auch schon eine kleine Pokalsensation. Das ist nur 1:0 steht. So entspannt sieht man Uli Hoeneß ganz selten in der Arena. Zweite Halbzeit, die Bayern unverändert, das Spiel auch. 11 Ingolstädter in der eigenen Hälfte, 10 Bayern, alle außer Butt auch in dieser Hälfte. Und dann David Alaba mit dem 2:0 unmittelbar nach Seitenwechsel. Sein zweiter Treffer in 4 Tagen und er ist auch der beste Bayer bisher. Heiterkeit auf der Tribüne und auf der Bayernbank. Und David Alaba gegen 5 Ingolstädter. Schauen Sie mal genau hin. Die stehen ehrfürchtig, körperlos agieren und staunend daneben. Das ist schon alles sehr, sehr einfach für den FC Bayern. Wenn es eine Steigerung von einseitig gäbe, dann wäre es diese zweite Halbzeit. Ingolstadt hofft nur noch auf gnädige Behandlung. Und Bayern ist kurzfristig zielstrebiger als bisher. Contento zu Pedersen und da macht er das 3:0. Benno Möhlmanns Ingolstädtern droht jetzt eine richtige Klatsche. Und schauen Sie, klasse gemacht von Contento und Pedersen. Der Torschützenkönig der zweiten Liga in der vergangenen Saison macht das ganz selbstbewusst. Und jetzt bringt Jupp Heynckes nochmal frische Offensivkräfte. Ivica Olic ist im Spiel für Thomas Müller. Und Ivica Olic hat Lust auf Action, hat Lust auf Tore. Da ist er, der neue Mann, Ivica Olic und Sascha Kirchstein. Der Torwart ist der beste Ingolstädter heute Abend. Nach einer guten Stunde steht es nur 3:0 für den FC Bayern. 63.000 Zuschauer, das hier sind definitiv die Prominentesten. Der FC Ingolstadt ohne Torchance, ohne Mumm, ohne Leben. Bayern jetzt auch konditionell frischer als die völlig überforderten Gäste. Toni Kroos sieht Pranjic und Pedersen. 4:0. Das schönste Tor bisher und jetzt wird es dann doch deutlich für den FC Bayern. Klasse gemacht von Toni Kroos und von Pedersen. Sascha Kirchstein chancenlos. Das war Toni Kroos letzte Aktion. Der darf dann auch raus und für ihn kommt Takashi Usami, der erste Japaner in Diensten des FC Bayern München, der ganz entspannt in Richtung Achtelfinale des DFB-Pokals trabt und jetzt auch noch was zur Bespaßung der Fans tut. Das ist Contento und Alaba. Die Teilzeitarbeiter, Olic sehen wir hier als Vorbereiter und Alaba knapp daneben.
Die Bayern starten erfolgreich in die bayerischen Wochen mit insgesamt 3 Derbys. Das ist Osami und Rafinha sieht Pedersen und dem wird ein Tor geklaut. Sie jubeln gemeinsam über das 5:0, wenn wir genau hinschauen. Rafinhas Flanke wird von Marvin Matip unhaltbar für Kirchstein ins Tor abgefälscht. Sein Bruder trifft für Schalke. Marvin Matip trifft ins eigene Tor. 5:0 Bayern. Nach dem 3:0 in Runde 1 gegen Braunschweig jetzt 5 Tore gegen Ingolstadt. Jupp Heynckes hat die nächste Serie angekündigt und 2:0 Siege im Pokal. Das ist auch schon eine kleine Serie. Pedersen, der will sein.